Es ist Mittwoch, der 23. August und ich habe wieder nicht wegen dem Universitätsaccount im Internet getan. Bin einfach nur so im Internet gesurft. Von Anfang an, ich bin da aufgestanden früh. Dann bin ich dann unten gegangen, hab zum Morgen gegessen und hab ab dann gar nichts mehr gemacht, bis so etwa 'm Abend, bis Lux, Schlumpf, und Kroko online kamen. Dann bin ich, also 18:45 Uhr habe ich dann gespielt und dann kam so eine Meldung, dass Prigozhin, der Koch von Putin, wie er genannt wurde, tot sei mit einem Flugzeug abgestürzt. Das ist insofern interessant, weil vor 2 Monaten, und das habe ich auch im Tagebuch aufgenommen, also 2 Monate davor, versuchte Prigozhin Putin zu stürzen, was er mit einem P anfangen dort in Russland, und jetzt wurde sein Flugzeug abgeschossen. Gestern, am Dienstag, war er in Afrika und heute ist er in Moskau abgestürzt mit seinem Flugzeug. Also ein bisschen außerhalb von Moskau. Wurde er abgeschossen, wahrscheinlich. Sagt man. Und da habe ich dann die ganze Zeit zuerst mal habe ich fertig gespielt und dann bin ich habe ich die ganze Zeit im Internet geguckt nach weiteren Informationen. In Weißrussland seien die Wagner-Söldner noch etwas vorbereiten. Also die Lage ist sehr unübersichtlich. Aber nach heutigem Stande sieht man dann, wie sich die Lage entwickeln wird. Aber inzwischen wurde auch, glaube ich, bestätigt, dass Prigozhin an dem, also auf der Passagierliste sei. Und die Leichen wurden auch schon geborgen. Ja, am Abend bin ich dann zu den. Also am Abend ist dann auch erst noch meine Mutter um 23:30 Uhr schlafen gegangen. Was auch sehr komisch ist, sie hat einfach die Zeit vergessen. Und ich bin auch früh schlafen gegangen, um 23:30 Uhr auch wieder. Ja. Sonst war eigentlich nicht viel. Ging dann 23:30 Uhr schlafen. Es ist so furchtbar unproduktiver Tag gewesen, dass es den Tag eine 3 von 10 gebe. 3 von 10 Punkten für den 23. August.